So, wir sind heute zum ersten Mal mit Schleppleine unterwegs, die selbstverständlich an mir festgemacht ist. Der Rückruf ist an für sich nicht so ein dolles Problem. Er hat ja auch null Jagdinstinkt, sodass er auch da nicht abhaut. Aber er ist nicht abrufbar oder gar beeinflussbar mit Gegenverkehr, egal welchem. Wobei das auch schon sehr viel besser geworden ist. Wir hatten heute Morgen schon Jogger und Jogger mit Hund und so. Ja, er nutzt die komplette Länge der Schleppleine. Es ist für ihn, glaube ich, ein bisschen weniger stressig, einfach weil er mehr laufen kann, aber er nutzt es trotzdem komplett. Also die Schleppleine führt jetzt nicht dazu, dass er deshalb insgesamt entspannter läuft oder sich nach mir orientiert, weil ich weiter weg bin, sondern der Typ hier macht einfach sein Ding. Aber heute sind wir relativ entspannt unterwegs. Und ja, wie ihr seht, die meiste Zeit ist die Leine auf dem Boden, was mir gut gefällt. Mal gucken, ob er kommt. Benni? Also er muss immer erst überlegen. Wenn ich rufe, erstmal abchecken, ob es nicht einen Grund gibt, ob da was kommt. Und dann nochmal schütteln und schnell irgendwo schnuppern und dann nochmal gucken, ob die Alte es wirklich ernst meint. Benni, hier. Ja, klasse. Ne? Ja, erstmal schütteln, nochmal Zeit schinden. Komm hier, schnell. Und was haben wir gelernt? Klasse. So, düs weg. Benni, hier. Und sitz. Und jetzt wartest du mal einen Moment. So, die Leckerli-Abstauber-Fraktion ist auch da. Warte. Benni, check. Nein. Ja, also warten ist nicht seine Stärke. Und wie gesagt, auch wenn ich stehen bleibe, man wundert sich nicht, dass es nicht weitergeht, sondern entweder stemmt man sich noch mal mehr rein oder man glotzt halt, ob es in dem Radius was anderes gibt, was man tun kann. Aber auf gar keinen Fall kommt man auf die Idee, dass es irgendwas mit Frauchen zu tun haben könnte. Außer jetzt. Das ist gut. Total gut.